Liebe Freunde der paradoxen Strategie, ja, wir sind in diesem verrückten Krieg. Keiner weiß so richtig, was los ist. Wir sind mit Vasallen im Krieg und mit Ländern, mit denen wir Staatsehe haben. Und es sind 5 Bündnisse und wir müssen irgendwie hier versuchen, klarzukommen. Aber das wird uns schon irgendwie gelingen. Ich sehe gerade, Österreicher sind hier nach Frankfurt auf dem Vormarsch. 43.000. Mit denen werden wir uns gleich mal hübsch kloppen. Da werden wir alles hinwerfen, was wir haben. Und hier sind nochmal 43, da sind 36. Und ich glaube, dann haben wir auch schon die ganz großen Armeen der Österreicher, zumindest in Sichtweite. Hier verfolgen wir eine Armee. Ja, also Belagerungen sind im Moment noch nicht so das Entscheidende. Ich will, wie gesagt, erstmal die Armeen erledigen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. So, Polen schloss Frieden mit Böhmen. Okay. Ja, das ist besorgniserregend. Jetzt hat Böhmen freie Bahn gegen uns. So, hier sind mal wieder irgendwie 1000 Mann am Start. Und ich bin gespannt, ob ich hier die Österreicher erfolgreich verfolgen kann. Oh ja, wir greifen jetzt erstmal in Frankfurt die Österreicher an. Oh, leider zuerst mit der schwächeren Armee. Das ist ganz schlecht. Zumal sie, naja, wann sind wir hier da? Am 1. Oktober. Okay, das ist in 2 Tagen, da haben wir da 100.000 Mann. Das müsste eigentlich was werden. Und in Ferrara greifen wir sie auch an. Wir haben sie völlig vernichtet. Spitzenmäßig. Sehr gut, liebe Leute. Dann kümmern wir uns erstmal hier um die Armee in Ferrara. Die platzieren wir jetzt gleich mal. Ja, ich denke hier in Cremona und dann machen wir den entscheidenden Vorstoß in Richtung Lombardei. Genau. So, aber dann zu dieser Schlacht. Da werden wir gleich 100.000 Mann sein und werden den Österreichern so richtig was auf dem Dez geben. Wunderbar, das sieht sehr gut aus. Wir haben geringe Verluste, die Österreicher deutlich mehr. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Sie fliehen nach Mainz. Und wir werden sie auch mit der 2. Armee natürlich nach Mainz verfolgen. Und die andere wird sich ein bisschen ausruhen hier im hessischen Raum. So, was ist eigentlich mit Würzburg? Ich sehe, wie gesagt, kaum noch so richtig durch. Würzburg ist unser Vasall, aber nicht im Krieg. Ah, wir haben einen Diplomaten und den werden wir jetzt auch unbedingt einsetzen. Und zwar, um die Schweiz zu den Waffen zu rufen mit ihren, ja, für über 50.000 Mann, die sie haben, ist das eine ganz wichtige Aktion, was auch hoffentlich klappt. Ja, wunderbar. Sehr schön. Großartig. So, was ist hier los? Mantua. Ach, du Mist. Die Österreicher greifen mich an in Mantua. Wo kommen die denn jetzt gerade her? Auf jeden Fall mit tierischen Mali. Keine Ahnung, wie es dazu jetzt gekommen ist, aber egal, das sieht gut aus. Da werden wir auch richtig erfolgreich sein. Ja, wunderbar. Und in Mainz haben wir diese österreichische Armee vernichtet. Und ich würde sagen, dann kümmern wir uns doch, die Sache geht doch gerade so wunderbar, kümmern wir uns um diese. Und hier verfolgen wir mal weiter, was passiert. Ja, und es passiert auch hier nur Gutes. Also ich muss nur sagen, meine Armeen scheinen so extrem technologisch vorne zu sein. Ja, das ist ja Wahnsinn. So, sie fliehen wieder nach Ferrara und ich, ja, ich werde mit dieser Armee sie verfolgen und hier ziehen wir nach Cremona. Genau, das ist gut. Und wir haben wieder einen Diplomaten und jetzt bringe ich auch noch Brabant in den Krieg rein. Ein Ruf zu den Waffen, jawohl. Auch nochmal 31.000 Mann auf unserer Seite und so wird das dann hoffentlich hübsch vorangehen. Ja, wunderbar, Brabant ist auch in diesem Krieg involviert. So, was macht hier eigentlich meine super Riesenarmee?
Die ist ja quasi fertig. Das ist ja sehr schön. Die 6. Armee. Allerdings ohne Anführer, ja. Da muss ich natürlich jetzt den Diplomaten, habe ich gerade. Ah ne, wir haben noch einen. Das ist ja super. Dann her mit dem General. Für die 6. Armee. Es ist Henrik Hahn, auch ein guter Mann. Insofern brauchen die gar nicht da hinten zu marschieren, sondern sie können sich in Schonen treffen und vereinen. So, jetzt überlege ich gerade mal, was denn hier unsere nächsten Ziele sind. Die Armee erholt sich. Genau, das dauert noch. Ja. Die verfolgt die. Alles gut soweit. Was ist hier los? Ach ja, genau. Das ist die nächste Schlacht, die wir schlagen. Gegen 35.000 Österreicher. Und auch hier Revolte in Menada. Okay, gut. Da haben wir sogar unsere Armee da. Sehr gut. Ein Spion war erfolgreich. So, wir gehen zurück nach Thüringen, wo wir auch dort... Na gut, da haben wir gewonnen in Menada. Jetzt... Ja, jetzt ist hier die nächste Schlacht gegen die Österreicher und das ist offenbar irgendwie ein bisschen knapper. Und es gibt sogar Flotten von Österreich, aber ja, die haben nur ein Schiff und natürlich keine Chance. Ich bleib mal hier unten, weil die Sache hier ein bisschen kniffliger ist, warum auch immer. Nein, doch nicht. Doch nicht. Ja, in Thüringen haben wir auch souverän gewonnen. Sie fliehen nach Dresden und da folgen wir ihnen einmal so. Der nächste Diplomat ist da und wer ist, den sollte ich jetzt vielleicht in mein Bündnis holen? Ja, ich denke mal hier Aachen, die haben 10.000 Mann. Das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Truppe. Ja, sehr schön. Guckt mal hier. Brabant belagert gleich Lüttich. Ich darf bloß nicht versäumen, wenn irgendwo was belagert ist, dass ich dann da auch die Friedensverhandlung führe. Insofern sollte ich vielleicht langsam meine Diplomaten mal sparen. So, egal. Zurück erstmal zu diesem Kampf hier. Wir haben hier ganz schlechte Moral. So, Aachen hat erstmal Militärbündnis angenommen. Und in Ferrara haben wir auch diesmal nicht ganz so deutlich, aber gewonnen. Allerdings können wir jetzt nicht ihnen nach Modena folgen, weil wir erstmal ein bisschen Moral tanken müssen. Und dafür gehe ich nach Mantua. So, und die Schweizer kämpfen jetzt hier gleich natürlich gegen die Österreicher. Und ich denke, da kommen wir ihnen jetzt einfach mal zu Hilfe. Ja, mit diesen 50.000. So, in Ferrara wurden, glaube ich, gerade noch 1.000 Mann ausgebildet. Zwei Schiffe der Österreicher sind... Ah, jetzt fliehen sie. So, aber in Dresden haben wir jetzt 1.000 Mann. Ja, sie fliehen nach Chur. So, ach, die Österreicher kommen erst noch. Na, das ist ja ein Witz. Dann werden sie dort richtig nett empfangen und das war's. Ja, liebe Leute, dann denke ich, ist das die nächste österreichische Armee, die daran glauben muss. Dafür rücke ich jetzt zurück nach Thüringen. Die Frage, ob ich das alleine schaffe, aber ich denke ja, mit voller Moral wird das was. So. Die 6. Armee ist noch nicht zusammen. Und jetzt frage ich mich, wo wir jetzt hier weiter agieren. Ach so, hier bleiben wir mal hier. Und verfolgen jetzt die Österreicher nach Chur. Und dann müssten wir eigentlich ziemlich viel von ihnen platt gemacht haben. Ja, die Kriegskapazität sinkt auch schon deutlich. Da ist nicht mehr viel dahinter. Nee, das ist jetzt reine Fleißarbeit, glaube ich. So, immer wenn diese Mini-Kämpfe mit 1.000 Mann kommen, dann sage ich dazu nichts, ne? Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich das verklicke. Ich klicke ja sonst nicht so viel weg.
Aber das klicke ich weg. Oh, ich sehe gerade 20.000 marschieren zurück nach Ferrara. Aber meine haben einfach noch keine ausreichende Moral, dass ich diesen Kampf jetzt wagen könnte. Hier auch noch nicht. Da warte ich noch den nächsten Monat ab. So, jetzt geht's nochmal gegen England. Oh, und hier ist aber England deutlich überlegen. Oh, verdammt. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich hätte die Flotte wirklich in den Hafen tun müssen. Das ist ärgerlich. Da muss ich irgendwie so schnell wie möglich raus aus der Nummer. Ich weiß gar nicht, wann ich hier fliehen kann. Noch nicht. So. Kommt, lass mich hier raus. Lass mich hier fliehen. Klick, 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 klick. 19. geht nicht. 20. geht nicht. Jetzt. So, kein Schiff verloren. Das ist das Wichtigste. Haben wir hier noch irgendwo Flotten draußen? Da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen gucken. Die Islandflotte liegt im Hafen, die Golfflotte auch, die Pazifikflotte auch, die Indonesienflotte auch, Grönland auch, Java auch. Alles klar, alles gut. Wir wollen doch nicht von irgendwelchen englischen Flotten da sinnlos bedrängt werden. So, ja, hier die 6. Armee ist jetzt beisammen und der Henrik Hahn. Und ich überlege gerade, in welche Richtung wir dann mit denen marschieren. So, Oldenburg interessiert mich noch. Das wird belagert, Lüttich auch. Ich meinte, wir können uns mal mit Böhmen befassen, aber wahrscheinlich haben die gar keine relevanten Armeen mehr. Das ist ja hier alles lächerlich. Insofern ist die Frage, wie wir hier eigentlich am besten vorgehen. Nein, dann machen wir das so. Dann belagere ich jetzt Meißen. Das ist vielleicht das Beste. Sind auch meine Vasallen. Mal gucken, was da dann losgeht. So. Liebe Freunde. So, in Chur haben wir die Österreicher nochmal besiegt und sie fliehen jetzt nach Tirol und ich denke, wir setzen dann auch gleich nach. Sehr schön. Regierungstech 54 gegen Bar, das interessiert uns jetzt alles gar nicht. Ja, und jetzt glaube ich, versuchen wir diese Armee jetzt hier nochmal endgültig zu erledigen. Ach Gott. Habe ich jetzt eigentlich hier dieses Automatik-Kram angestellt? Auf Rebellenjagd. Jetzt will ich mal sehen, bewegen die sich jetzt hier irgendwie? Ja, tatsächlich. Das klappt. Das ist ja toll. Sehr schön. Ach, und hier sind auch Rebellen. Na gut. Die sind sofort weg. Ich wusste gar nicht, dass ich hier meine Armee auf Madagaskar habe. Die sind auch auf Rebellenjagd. Na, das geht, ist doch wunderbar. Die sind... Ach nee, das ist mein Schiff. Ja, und die sind hier auch auf Rebellenjagd. Ja, ja, tolle Option. Kannte ich ja bis vor kurzem noch nicht. Danke nochmal für den Hinweis. So, gibt es denn jetzt hier noch Österreicher? Sind Österreicher hier noch? Bitte melden, wenn ihr Österreicher seid. Aber ich sehe keine. In Bamberg ist noch ein Trupp von 1000 Mann. Sind die jetzt abgehauen? Hier war doch noch eine Armee. Genau, eine große Armee war hier noch. Dann marschieren wir mal nach Bamberg. Vielleicht sehen wir sie dann. Gut, die 1000 haben wir natürlich erledigt, aber wo sind sie hin? Hm. So, jetzt die Frage, fangen wir jetzt mit welchen Belagerungen fangen wir jetzt eigentlich sinnvollerweise an? Aber erstmal will ich Aachen zu den Waffen rufen und ab jetzt will ich ein bisschen Diplomaten sparen, um auch... was ist hier? Skagerrak? Ach Gott, Genua mit 5 Schiffen. Ja, ich will ein bisschen Diplomaten sparen, um auch Frieden... Habe ich die jetzt hier hingeschickt? Hallo? Ja, offenbar. Nee. Warum geht denn das nicht? Schon wieder ein Bug. Kann nicht wahr sein. Seht ihr das auch? Es ist... Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo? Hm.
Ich will euch zu den Waffen rufen, Freunde. Na gut, dann soll es nicht sein. Es ist ja nun auch nicht so, dass wir unbedingt darauf angewiesen sind. Dann eben nicht, würde ich mal so sagen. So, hier sind jetzt noch 25.000 Österreicher. Da ziehen wir, denke ich, auch gleich mal hin nach Verona. Hier kommen 44 aus dem Norden. Ich hoffe, dass wir sie noch rechtzeitig abfangen können. Wann sind die? 19. Januar und wir sind am 13. da, ja, perfekt. Die Frage ist, ob wir sie schlagen können, ja, mit 50.000 Mann. Ach, das ist wahrscheinlich die große Armee, die ist jetzt in den Süden geflohen. Was haben wir hier? 8 Schiffe, 9 Schiffe vernichtet, okay. So, jetzt kommt es hier zu einer größeren Schlacht. Leider wir nicht mit voller Moral und außerdem auch mit Mali, minus 5, weil wir im Gebirge kämpfen als Angreifer. Aber trotzdem werden wir das locker gewinnen, Leute. Gleich kommen uns auch noch die Schweizer zu Hilfe. Und hier geht es in Verona weiter gegen die Österreicher. Nicht ganz so locker, aber immer noch effektiv genug, würde ich mal sagen. So, in Tirol haben wir gegen Franz Karl den ersten von Habsburg deutlich gewonnen. Jetzt ist die Frage, nee, wir können nicht, wir sind nicht... Oh Gott, haben wir eine schlechte Moral. Das geht nicht. Insofern ziehen wir uns mal kurz nach Chur zurück und beobachten diese Schlacht hier weiter, die wir auch deutlich gewinnen. Und hier können wir sogar verfolgen. Und zwar, welche Armee verfolgen wir dann? Die, die nach Ferrara zieht. So ist es. So, jetzt habe ich irgendwie gesehen, ein Friedensangebot von Venedig, ja. Venedig ist in welcher Allianz? Muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Genua, Mantua, okay, mit Venedig habe ich eigentlich nichts zu tun. Aber sie haben irgendwelche Forderungen, das ist natürlich lächerlich. So, und hier ist auch noch, okay, hier sind auch noch 20.000. Da müssen wir irgendwie weitermachen. So. Jetzt ist die Frage. Man könnte natürlich als nächstes die Hauptstadt Österreichs mal belagern. Obwohl, da hätten wir gleich den Bündnisführer. Ist das überhaupt sinnvoll? Immer doch, irgendwie ist es schon sinnvoll. Ich glaube, ich brauche die Armeen jetzt nicht so dringend. Oder kümmern wir uns? Nö, wir ziehen jetzt einfach mal knallhart in die Hauptstadt. Mal kicken, was da so passiert. Und hier gibt es ein neues. Oh, von Genua. Genua ist Bündnisführer dieser... Dieses Bündnis Genua, Mantua, Sardinien, Savoyen, Venedig. Weißen Frieden. Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Mache ich das? Ich habe dort unten eigentlich jetzt keine großen Ambitionen. Das sind meines Wissens auch alles Länder, die reformiert sind. Ich könnte jetzt hier und da noch was rausholen, aber ich glaube, ich akzeptiere diesen Weißen Frieden einfach, um jetzt ein bisschen Übersichtlichkeit herzustellen. Ja, das mache ich. Ich akzeptiere, Leute. Wohlan. Gut, damit ist diese Armee auch freigesetzt. Wir können uns die Sache jetzt auch mal hübsch angucken. Ja, das ist doch jetzt schon ein bisschen überschaubarer. Und ich denke mal, mit dieser Armee werden wir uns mal Pisa schnappen. So, genau. Ah, jetzt kommt das auch in etwa hin. Nee, kommt es nicht. Hessen ist noch hier so ein Sonderfall und Oldenburg und so. Also das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, ja, das ist tatsächlich das Gebiet, zumindest die Roten, gegen die wir kämpfen, gegen die wir im Krieg sind. Ja. Und tja, das ist die Frage, wo habe ich jetzt eigentlich gesteigert ins Interesse. Weiß ich noch gar nicht so richtig. Aber das wird die Zeit ergeben.
Hessen sollte ich auf jeden Fall vasalisieren. So, jetzt schauen wir aber hier mal. 9000, die können wir doch hoffentlich jetzt vernichten. Das wäre doch jetzt gelacht, wenn uns das nicht gelingen würde. Oh, ich sehe gerade wieder unendlich viele Friedensangebote. Meißen, das lehne ich aber mal ab. Oder wie ist das? Ist Meißen schon mein Vasall? Das ist jetzt das Entscheidende. Ja, tatsächlich. Insofern, sie sind auch reformiert. Insofern könnten wir dort den Frieden akzeptieren. Aber sie fordern natürlich irgendwas. Lüttich auf keinen Fall. Lüttich will ich noch reformieren. Magdeburg. Wie sieht es mit Magdeburg aus? Magdeburg ist mein Vasall. Sie sind auch reformiert. Da kann ich gar nicht mehr viel erreichen. Insofern, da würde ich jetzt einen weißen Frieden... Boah, aber die fordern ja alle was. So, und Pisa will auch Frieden, aber Pisa ist verbündet mit Österreich, ein Vasall von Österreich. Und das werde ich nicht erlauben. Pisa will ich doch erledigen. Aus den Krallen, aus den Fängen von Österreich befreien. Okay, liebe Leute, langsam lichtet sich das Feld. Langsam werden die Dinge übersichtlicher. Was klar ist, wir haben Österreich so richtig im Griff, muss man einfach mal so sagen. Hier sind zwar natürlich noch diverse österreichische Armeen, aber ich glaube nicht, dass sie uns groß noch was anhaben können. Und jetzt müssen wir einfach irgendwie klug die Sachen nacheinander so gut wie möglich für uns hier auf die Reihe bringen. Die unübersichtliche Situation immer übersichtlicher machen und dann das ein oder andere sinnvolle Kriegsziel dann auch für uns zu erreichen. Aber natürlich wichtigstes Ziel ist es am Ende, 30% mehr Reichsautorität zu gelangen, um auch noch die letzte Reichsreform durchzuziehen. Das ist ganz klar. Aber das, ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir das sogar innerhalb dieses großen Krieges schon hin. Es gibt da ja einige Optionen, die ich ja schon umrissen habe. Okay, liebe Leute, 1780 ist es, macht's gut. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Wieso wird eigentlich hier Westerbotten belagert? Achso, meine Armee ist da noch im Marsch. Alles klar. Ja, macht's gut. Bis bald. Euer Steinwallen.